Und zurück zu God of War. So, immer noch auf dem Weg zum Brückenwächter. Ich bin mal gespannt, ob wir den in dieser Folge hier erleben werden. Dann gehen wir aber erstmal hier lang. Ah, da kommen wir nicht lang. Kommen wir wahrscheinlich nicht lang, weil uns die Pfeile fehlen. Also, wir können uns mit unserer. Na, hier können wir nicht durch. Schade, da wäre eine schöne Truhe dahinter. Einen anderen Weg gibt es hier aber, glaube ich, nicht. Aber wir könnten dort noch mal runtergehen, weil ich glaube, da haben wir ein bisschen Kohle liegen. Familienerbstück, okay. Was ganz anderes. Hier ist aber nichts mehr. Hinten wäre noch ein Rage. Aber wir schauen trotzdem noch mal da hinten hin. Kriegen wir den überhaupt, den blöden Vogel hier? Oh, der war knapp. Mal das schon mal. Hier scheint nichts mehr zu sein. Nur Energie, okay, wir sind aber eh voll. Von dort sind wir gekommen, da ist auch nichts mehr. Okay, dann lass uns weitergehen. Kratos, ihr könnt sie gleich runterhüpfen auch. Die Brücke der Verdammten. Und da der Wächter, der dafür sorgt, dass die Toten wirklich tot sind. Was hält er da? Das Totem enthält eine mächtige Quelle magischer Energie. Die Quelle von Helheim selbst. Aber was du willst, ist sein Herz. Hol es dir, dann können wir gehen. Wie? Fang einen Streit an, das kriegst du doch hin, oder? Oh mein Gott, Leute. Wir werden sterben. Okay, probieren wir es mal. Der sieht ja heftig aus, ey.
Alter. Aus gibt es keine Heilung. Ja. Gar nicht gut.
Nein! Oh, einfach perfekt! Hey! Ja, viele noch mehr gebraucht. Scheiße! So, Baby. Haben wir Schwein gehabt, dass hier der Kontrollpunkt war? Jetzt das Herz, Bruder. Du musst dir die Hände schmutzig machen. Wer ist denn jetzt da hinten? Komischer Gott. Ich hab das Herz. Brauche ich sonst nichts? Das war's. Lieber schnell weg hier, ja? Kratos. Zeus. Zeus? Mein Vater. Dein Vater war Zeus? Na, das erklärt einiges. Was ist dieser Ort? Halte dich fern. Verstanden? Es ist eine Illusion. Hel foltert seine Bewohner mit der eigenen Vergangenheit. Machen wir uns auf den Rückweg zu deinem Sohn. Na, das wird die Kammer, soll ich schon die Brücke sein, was wir nicht überqueren dürfen. Aber wir kommen hier eh nicht rüber, oder? Boah, alles die Toten. Hier sein. Ist das kalt? Los, schnell, gib mir deine Klingen. Warum? Ich hab dir doch gesagt, ich will dir helfen. Mach schon. Meine Ausrüstung ist in Midgard. Bin gleich zurück. Er wird sie doch nicht klauen, oder? Hier. Jetzt sind sie bereit für die Winde von Hel. Ziel mit den Klingen auf diese magisch leuchtende Stelle und wirf. Das sind auch die gleichen Dinger, die wir da bei der Hexe gesehen haben. Winde von Hel sind instabil und können nur 10 Sekunden lang gehalten werden, bevor sie zur letzten Windfalle zurückkehren. Ziele jetzt mit deinen Klingen auf die Windfalle. Das ist mit deiner Kugel, die in der Mitte der Tür hängt, siehst du? Lass sie nur los! Jetzt kannst du die Winde von Hel absorbieren und freisetzen.
setzen, wann immer es dir gefällt. Ich bin dabei weg. Hier ist es kalt genug, um einem die Nase zu haben. Manchmal frage ich mich, ob es in seinem Hirn einmal eine Art Unfall gegeben hat. Wir waren viel zu lange fort. Geht nicht. Ach so. Aber da kommen wir noch gar nicht rein. Schauen wir mal, ob wir das kriegen wir nicht auf. Ich denke immer noch an die Sache von vorhin. Zeus war dein Vater? Nicht jetzt. Konzentrieren wir uns darauf, Hel zu verlassen. Da muss ich dir zustimmen. Dann bewahre ich diese kleine Perle in aller Stille für später. Thank you.
Ich habe natürlich noch nicht gesehen. Klingelknauf. Stirb, Viecher! Jetzt kriegt man wenigstens mal ein bisschen was hier. Elendigen Viecher. Yeah.
Stück. Gibt es irgendwo Winde, wo wir das holen könnten? Oder wir brauchen ein so ein Ding, damit wir das transportieren. Sagst. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Na, hier gibt es anscheinend nichts. Können wir jetzt später rein in die Tür? Ich denke mir, dass wir das transportieren müssen. Einmal hier hin dann, runtergehen, holen und dann da in die Tür rein. Okay, jetzt würde ich sagen, aber zurück. Du hast es geschafft. Jetzt mach dich besser gleich auf zu deinem Jungen. Wir sollten nicht zögern. Sofort zurück nach Midgard mit dem Herzen. Vater? Zeus? Endlich verstehe ich! Verflucht, ich baumle an der Hüfte vom Geist Spartas! Nenn mich nicht so. Versteh mich nicht falsch. Von dem, was ich gehört habe, hat er das Mantra verdient. Aber ich muss das erstmal verdauen. Ich weiß, du hast Götter, aber du kannst ihn nicht fernbleiben, oder? Sag dem Jungen nichts davon. Er darf es niemals wissen. Schwachsinn, Mann! Mit Verlaub, Schwachsinn. Er muss es wissen. Ohne die Wahrheit wird er niemals er selbst sein. Hör mal, ich verstehe dich. Du hast ihn. Alle Götter. Es ist kein Zufall, dass dich auch einschließt. Und es schließt den Jungen mit ein. Siehst du das nicht? Er spürt es. Er kann nichts dafür, was er ist. Nicht mal den Ansatz, weil du es ihm nicht gesagt hast. Alles hängt zusammen, Mann. Du wirst ihm nichts sagen. Aschi. Erinnerst du dich noch an die Abkürzung zwischen den Welten? Ich habe sie verbessert. Oder vielleicht auch vermurkst. Die brauchen wir. Das weiß ich doch. Also habe ich mit den Winden von Hill dafür gesorgt, dass es nicht nur in eine Richtung geht. Jetzt könnt ihr mit mir hin und her reisen. Wenn sie nicht vermurkst ist. Dann kommen wir damit zu Freya. Das ist eine sehr gute Idee. Okay. Läuft vielleicht nicht ganz rund, aber es wird schon klappen. Hexenhöhle. Ah, jetzt können wir an allen Portalen, zu allen Portalen reisen. Das ist mal richtig nice. Also ihr wisst offensichtlich, wie man mit Stil reist. Und das, Leute, ist jetzt der Ladescreen sozusagen. Also ein Ladescreen hat es natürlich das Spiel. Und schauen, wenn die Tür aufgeht, dann ist es geladen.
Schauen, wo die blöde Tür ist. Da ist er, okay. Genau, das ist der Ladescreen. Okay. Hier sind wir falsch, aber nah genug. Er meinte, es läuft nicht ganz rund. Beeilen wir uns. Das ist richtig. Das Herz. Du hast es. Ja. Handrücken. Er ist immer noch krank. Das Fieber ist bald weg. Aber zur Heilung muss er die Wahrheit kennen, was er ist. Ja. Es ist nicht so einfach. Richten wir ihn auf. Ich habe ebenfalls einen Sohn. Aber wir haben uns schon sehr lang nicht mehr gesehen. Bei der Geburt zeigten die Runen einen jähen Tod. Das Kind in meinen Armen war so klein, so hilflos. Ich wusste sofort, ich würde alles tun, ihn zu schützen. Egal um welchen Preis. Natürlich tat ich alles nur für mich selbst. Meinen Willen, meine Ängste, zog ich seinen Wünschen vor. Und erkannte seinen Groll erst viel zu spät. Mach nicht denselben Fehler. Glaub fest an ihn. Die Wahrheit ist nicht einfach. Doch nichts ist einfach mit einem Kind. Es ist ein Fluch. Der Junge wurde verflucht. Geh nicht ohne mich. Werde ich nicht. Mir geht's besser. Das sehe ich. Kann er denn wieder reisen? Vorerst. Kommt nicht wieder vor. Ich verspreche es. Gut, dann bemühe dich darum. Das vergesse ich dir nicht. Danke. Dein Vater hat den Großteil geleistet. Du solltest bleiben, dich erholen. Du hast genug getan. Ihr wisst, meine Tür steht euch immer offen. Okay, damit würde ich sagen, machen wir einen Cut an der Stelle. Und schauen natürlich in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Das ist Vanaheim, nicht wahr? Das hast du herausgefunden. Das Fenster sieht aus wie Bifrostkristall. Und ich weiß, dass es nicht nach draußen zeigt. Und naja, es macht dich traurig. Für jemand, der so jung ist, bist du weise. Ja, dies ist ein Fenster zu einer lang verlassenen Heimat. Aber es ist nur ein Ausblick. Das, was mit dir in Alfheim passiert ist, du kannst Midgard nicht verlassen, oder? Ein Geschenk von meinem früheren Mann nach unserer Trennung. Warum sperrt Odin dich in Midgard ein? Pure Grausamkeit wäre für ihn schon Grund genug. Doch wie bei all seinen schnellen Entscheidungen trieb ihn die Angst an. Die Warnen waren die größte Bedrohung der Asen, bis unsere Heirat den Frieden brachte. Viele der Warnen glauben nun, ich hätte sie verraten. Für mein Opfer werde ich von meinem Volk gehasst. Mich hier einzusperren heißt, dass ich es nie richtig stellen kann.
Okay, Leute, jetzt machen wir aber einen Cut und schauen in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet und wieder dabei seid. Gut, dann bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Reingehauen, euer Andi. We'll be right back.